Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Wir sind wieder back im Start mit einer Runde Ranked Solo Queue Uncut, soweit wie es geht. Und wir gucken mal, was dann am Ende heute rauskommt. Aber vorher öffnen wir mal eben das Alpha-Päckchen. Wie gesagt, ich freue mich eigentlich jetzt nicht so auf Alpha-Packs, aber wir gucken einfach mal. Ja, war doch klar, irgendwie ankommen. Oh, Cupcake, ist doch ganz nett, kann man doch machen, oder? Ja, ich habe aber keinen Hunger, weil ich gerade am Fasten bin. Dürfen nicht machen. Also, auf geht's in die Ranked-Runde. Also, Clubhouse, it is! Clubhouse, eine geile Map, wir spielen also in Hannover. Mal gucken, wie es wird. Hallo? Mal gespannt, wie die Mates sind. Ich hoffe, wir gehen als erstes Cash und ich schmeiß dann. Anyone gonna try Active Bandit? Wait, Santa? Hello? Did you play in your last game on Cafe? Yes. Okay, yeah, I was in the enemy team. Now I remember you. Oh, okay. Oh, good shit, guys, good shit. Bennett, you gonna active Bennett? Hi, Bennett. Secure the area, keep the bombs protected. I need a wall here. Ich mach hier immer, wenn wir Jungen verteidigen, immer dasselbe. Also das machen wir das ist die außen zu, das ist wichtiger. Und dann mache ich links von mir zu. So nicht nur verstärken. One wall and reinforcement, construction. Und dann mache ich mal mit den klassischen Camps. Ja, und Ping. Rook Armor hole ich mir gleich ab. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Camion schmeißen. Yeah, so then give me one to the ridge. I can tell you, I'm gonna throw a cam outside. So, richtig schlecht, Digga. Oh, scheiße. Give me one second. It is. Okay, there's no one still there. Monty's coming, garage in. Monty garage. Yeah, Monty garage. Mine armor. Mine active. Did you go mines for Monty maybe in garage? He's alone. There is Merrick. Merrick on the outside wall, watch out. Banner. Merrick is garage door supporting Monty. Warum hat er da kein Active Bandit versucht? Ich verstehe das nicht. Oh dear! Das sehe ich niemanden. Außer, dass die Bahn am Arsch der Welt ist. Was denn jetzt? Monty ist in. Eric behind him. Eric is planting. Planter is dead. Monty is blocking the door. Monty on ping, Jäger, man. Monty on ping. Plant is down. Where is it? Monty's down. Yeah, diffuser is outside. Good job. Yeah, wir haben getradet, aber weil der eine letzte noch, der überlebt hat, hat dementsprechend, ich hab Hibana umgebracht, Hibana hat mich umgebracht und weil der letzte noch verletzt ist und ihn ja keinen Resin mehr kann, ist er dann auch gestorben. Also, ha, die Runde geht dann an uns. Sehr schöne Camps, Chat. Merkt euch diese Camps, die sind richtig nice. Ich komme mit den Camps immer sehr gut klar. Vor allem eine Outside-Cam, um hier das zu denyen, damit man den sagt, ob rechts oder links und Active Bandit, das geht immer sehr gut. Sehr gut. Außer ihr habt natürlich ein Kapital, was wir jetzt wahrscheinlich jetzt auch haben werden. Und dann macht ihr einfach den klassischen Kapital-Move. Dann geht ihr einmal hier hin und dann geht ihr hoch. Dann seid ihr hier an dem Window und dann könnt ihr von dem Window aus quasi durchgucken und dann den Pfeil,
den Feuerpfeil quasi dann an die Decke abfeuern und dann droppt er so runter und dann der ganze Bereich, wo Bandit Active Bandit machen will, steht dann unter Feuer und dann hat der Bandit auch keine guten Möglichkeiten mehr da irgendetwas zu machen. Dann könnt ihr mit Terminate aufmachen. Also braucht ihr prinzipiell noch nicht mal einen Thatcher, Alter. Es reicht ein Drohnenloch und es reicht ein Kapital und dann ist alles easy peasy. Ja, upstairs Cashflow. Jager. Guck mal, diese Logik, Alter, der ist ja schon vorbei, der war hier hinter, aber der wird da markiert. Echo. Cavera, der hat Cavera, watch out. Cavera ist wieder nächste. Ah, okay, die haben tatsächlich nur Bandit. Okay, ja, die haben noch nicht mehr Mute. Also Terminal kann easy aufmachen. Dann hätte ich eigentlich auch von der anderen Seite aus spawnen können, aber egal. Aha. Ich will einfach nach vorne, ganz klassisch, Digga. Ohne hier wirklich zu sterben. Könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Dankeschön. Very, very much. Ich möchte die Gun open up. Captain is close. There's one in garage. Dog in garage. Stock. Aber ich mein Problem, Bro. Cover den Stock, dann kriegt ihr wahrscheinlich den Termite, Digga. Ach, Cover ist downstairs still. Around Stock. He's near the door, Kapitän. Near the door, man. Right side. Okay, bro, okay. Guard. Ah, der war immer noch so close, ich dachte, der ist schon rotiert, Digga. Jagger, Gurge, Dog inside, Kev downstairs. Sind wir noch da? Still one garage. Ach, Echo war die ganze Zeit in den Garage. Nice try. Oh, wir hätten das echt easy. Obwohl die kein Bandit hatten wir das. Wir hätten das echt easy machen können, Digga. Wir hatten Kapitol, wir hatten nichts. Ich hab nur gewartet, dass sie den Diffuser mitbringen, Alter. Und dann aus dem Nichts geht der Merrick auf die andere Seite. Bruder, komm mal mit dem Diffuser hier rum. Dann können wir einen ganz einfach rein und eine ganze verblenden, Junge. Wir müssen einfach nur Garage einnehmen, die ganze Scheiße smoken und dann ab geht die Post, Junge. Guck mal, ob die dann irgendwann das noch machen können mit uns. Monty für Garage ist schon ganz nice, tatsächlich, ja. Should we go gym maybe? Because they will expect downstairs. Okay. Jetzt geht es zum No-Vote, Digga. Jetzt geht es zum freaking. Downstairs! Ich wenigstens irgendwie Bandit oder so. Wenigstens jemand, der uns was bringt. Wobei unten wird uns Bandit jetzt nicht viel bringen, glaube ich. Ich hätte tatsächlich irgendwie Kaid nehmen können, aber gucken wir mal. Ich mag unten nicht. Ich mag unten echt nicht, Digga. Wir hätten eigentlich. Normalerweise unten würde ich jetzt mit Ela verteidigen. Und zwar bei Blau gibt es ja zwei Gänge. Da würde ich bei beiden Gängen jeweils eine Ela-Trap reinschmeißen und das dann irgendwie versuchen zu verteidigen. Aber erstmal ins Gleiche. Mittlerweile gibt es auch keine Schilder mehr, deswegen. Jetzt hat sie uns gesagt, kann man vielleicht ein Schild packen und dann hätte sie irgendwie ein Active Bandit machen können oder so. Aber ich glaube, das wird auch so klappen, Digga. Ah, ich glaube an mein Team. Ich glaube echt an mein Team.
machen wir nochmal hier die Außenwand hier. Ja. Und wie können wir die ein bisschen näher dran machen? Ah. Wir versuchen irgendwie Garage zu chillen erstmal. Ich glaube, versuchen Garage zu chillen ist viel zu gefährlich, glaube ich. Weil die von mir überall kommen können, Digga. Garage ist viel zu gefährlich, Digga. Warte mal, was ist das schön erstmal, Garage hier? Schnüffel kann ich von Garage richtig schnell runterdroppen. Garage, probably Monty. Ja, yeah, Monty in Garage. Monty in Garage. Salon? Wie Salon, man? I don't know. Marcus, Blut! Ticket. He's probably not alone. Yeah, yeah, cover the garage. Cover the garage. Cover the stairs. Switch. Turn. Monty's a garage. My guy back. There's another one in garage, two guys garage. Okay, wir sind jetzt mal raus. Ach nein, der hat genau da durchgehalten, Digga! Blackbeard. Twitch already up, Twitch already up, Twitch already up. Widgin coming, Widgin coming. Blackbeard and Monty was garage. I'm watching construction. Das ist gut, das können wir nicht hinkriegen. Monty Construction. Monty on ping. Blackbeard is there to construction. Ich sehe jetzt nicht viel, deswegen kann ich nicht viel sagen. Das ist mein Blackbeard. Very good job. Good job, my friend. Der Bruder hat 3 Kills gemacht. Okay, wir müssen anscheinend tatsächlich, wir haben bis jetzt, haben wir 2 Runden verteidigt? Ja. Bei der einen habe ich on site gespielt, bei dem anderen habe ich geroamed, aber irgendwie so auch on site. Da war nicht vernünftig roam. Ich glaube, ich muss wirklich richtig roamen, sodass ich die Leute dann im besten Fall flanken kann, Digga. Okay, Cash sind sie jetzt nicht. Wahrscheinlich sind sie dann auch unten. Die werden wieder ein Monty spielen. Ich sehe schon kommen, ja. Monty ist so eklig. Ich werde wahrscheinlich versuchen, noch von Kitchen aus die Hedges zu machen, wobei ich sollte als erstes die Hedges machen, aber ich werde dann wahrscheinlich alleine bleiben. Ich will nicht den Heartbreacher spielen. Weißt du was? Ich push einfach von Blue rein, Digga. Ja. Ich push einfach von Blue rein. Ja, ich push einfach von Blue und dann gucken wir, wie es wird. Von den neuen Stairs runter. Ich meine, safe, wenn ich jetzt Ibana wäre, dann wäre ich bestimmt alleine keiner, der mich kauern würde. Vor allem nicht von Dings aus. Von Bar aus. Und vor allem auch nicht von Stock aus oder so. Und das ist mir viel zu gefährlich, alleine in Zibana zu spielen. Wenn wir irgendwo wären, wo ich von außen ganz easy aufmachen kann, dann kein Problem. Dann spiele ich gerne den Heartbreacher. Aber so, vor allem wenn die einen Vigil haben, nee, Digga, eklig. Da bin ich definitiv raus. Junge, Vigil ist so eklig. Ich bin sehr gerne jemand, der Drohnen und mit Drohnen Informationen sammelt. Aber der Vigil macht mir das Leben echt zur Hölle, Alter. Was? Wie schnell ist der da hochgekommen innerhalb von 15 Sekunden, Alter? Dog spawn peak, probably from billiard. Yeah, spawn peak billiard, pool table, watch out. Nein, spawn nicht von der Scheiße, ja. Da ist nur die Finca. Soll die Finca auch bloß noch gestützt werden? Ich call's ja noch, Alter, ey. Ich call's ja noch. Jetzt müssen wir da hinrennen, um den fucking Diffuser zu holen. Man wartet mal, wer auf dem Weg sterben wird. Ich callte nur. Ist er immer noch da? Alter, nicht, dass er mich jetzt auch noch kriegt. Kein blassen Schimmer, ob der noch da ist, Digga.
Wobei, das kann sein, dass sie gestorben ist, während sie gespawnt ist. Ach, jetzt ist der Doc auch noch hier. Ich hab Guide. Das ist ja wunderbar hier. Wunderbar ist das. Das ist wunderbar. Wunderbar. Behind the motorcycle. Der Doc wird hier safe rausgehen, Digga. Ich sag's hier, guck jetzt. Erstmal hier absaven, Digga. Erstmal hier absaven. Ich hätte den Doc fast nicht bekommen, das war der Rook, glaube ich. Dann lebt der Rook, oder? Der Rook ist noch tot. Okay, Doc ist tot, Rook ist tot. I'm gonna draw a sight. Oh shit. Do you have an Echo in A? Yeah. Probably Echo. Last one is Kate. Last one is Kate. Both on side. Last one in B. Yeah. Can you see Echo? Oh dear. Oh, it's behind the bomb, fuck's sake. Behind B. 10 seconds remaining. Op 4 last officer standing. Good man. Wow! Gut, dass er seinen Kopf noch hier gezeigt hat. Ich hätte echt. Well made, bro. Thanks, bro. Ich hätte echt keine Hoffnung daran, dass ich ihn noch kriegen könnte. Ich habe nur so kurz so ein Dings gesehen, so ganz kurz so ein Dings, Alter, und dann. Oha, Digga. Digga, das war echt close. Vor allem, ich weiß gar nicht, hat mir noch überhaupt Zeit, ich glaube eine Sekunde oder so. Ich hätte blenden können, aber der Ecke hätte mich bekommen. Der Kajit vielleicht nicht, aber der Ecke hätte mich bekommen, Digga. Und jetzt müssen wir nach unten gehen. Should we go bar because they wouldn't... Nein, Spaß, Digga. Gehen wir nach unten hin. Was machen wir jetzt hier? Oh, Digga, ich weiß gar nicht. Soll ich on side spielen? Guck mal, ich könnte das wieder mit Ela versuchen, aber es wird sowas von in die Hose gehen. Ich weiß es. Ich glaube, ich gehe roamen und dann mache ich den richtig krassen Late-Flank. Aber so richtig krass late, Alter. So wirklich, so late sein Urgroßvater, Digga. Wirklich. Ich gehe, glaube ich... Ja, Mann, guckt jetzt, was ich mache. Ich gehe Master Bedroom. Ins Badezimmer gehe ich, okay, ich chill mich ja erstmal Badezimmer, wahrscheinlich, weil die von oben nie pushen werden, hoffe ich zumindest. Dann würde ich Impacts haben, dann würde ich mit den Impacts oben Amok. Dann würde ich mit den Impacts oben ganz schnell ein Loch machen, also wenn ich irgendwie rotieren will, so dass ich quasi dann bei Gym rauskomme, I'm going for two hatches. Dann kann ich, wenn ich vom Gym rauskomme, Billard droppen und dann werde ich wahrscheinlich irgendwie Geld schon aufgemacht haben oder so, dann kann ich, also hier Bar aufgemacht haben, dann kann ich vom Bar runter droppen oder ich kann dann ganz schnell Kitsch-Ding haben. Über Badezimmer. Über diese neuen Toiletten da. Okay. Soweit so gut. Ah, wir gewinnen 3-1. Gut, Digga. Das wusste ich ja nicht. Da können wir uns sogar tatsächlich erlauben, eine Runde zu verlieren. Aber muss ja nicht sein, Digga. Muss ja nicht sein. Oder ich mach den richtig krassen. Ich hab richtig Balls aus Steel Eier Move. Aber das macht die Legion schon. Sonst hätte ich gesagt, dann chill ich Garage. Weil die hätten es wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass einer von denen da chillt. Aber. Oh ja, weil der jetzt hier ist, Alter. Oh ja, jetzt hab ich verkackt, Digga. Jetzt kann ich nicht mehr Dings chillen, ne? Das ist ja das Problem. Ja, jetzt sind zwei Leute oben. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen, Digga. Einzige, was ich vielleicht hier noch ein bisschen was machen kann, ist vielleicht hier oben. Weißt du, ich glaube, ich chill hier trotzdem. Ich habe Balls aus dir. Ich meine, der Rook ist sowieso nicht tot. Das heißt, von da kommt eh keiner. Mann, der Gengar. Ja, okay. There is no one in... There is no one north. You should be good to go. Ash rushing. Smoke, Ash rushing. Jäger to your right. Jäger, right. Ashen.
I got two interrogations. Interrogation. I got the refuser to hear on me. Good job. Boah, das war doch mal eine sexy Runde. 2000 IQ. Auf jeden Fall muss ich da definitiv ganz gewaltig dem Sledge-Bruder danken, der mir da aufgemacht hat. Very good job, my friend. Very, very good job, very good job. So, Freunde, ich glaube, das war's dann, oder? So wie ich das sehe. Das war's dann hier. Machen wir einen kurzen Prozess. Wir sind zweiter Platz geworden. Wie viele Kills haben wir? Gucken wir nochmal. 7-1-3. Ich glaube, ich ganz solide. Ich kann damit definitiv arbeiten. Gold-Elo, ja, ein Platz 3 gehabt. So läuft's so. Freunde, das war's von mir und der Folge. Wir sind wieder Gold 1. Ihr seht es. Profi-Gamer, Profi-Player. Ich werde Backup starten. Nein, Spaß. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns. Bye, bye. Listen.